I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. Diese Lokomotive ist die AC4400CW, gebaut von General Electric Transportation in Erie, Pennsylvania. Sie ist das Arbeitspferd auf der Sand Patch Grade und in der Lage, überwältigende 4400 PS aus dem Motor herauszuholen. Als erstes gehen Sie zur Lok, so wie es angegeben ist. Öffnen Sie die Kabinentür und gehen Sie hinein. Um die Steuerung zu übernehmen, nehmen Sie auf dem Sitz des Lokführers Platz. Gehen Sie hinüber und setzen Sie sich. Beginnen wir damit, alle in unserer Nähe wissen zu lassen, dass diese Lokomotive betriebsbereit ist. Stellen Sie den Schalter für die vorderen Spitzensignale auf hell. Zum Steuern der Lokomotive gibt es drei Hebel: Fahrtrichtungswender, Bremsen und den Kombihebel Leistung-Bremse. Der Fahrtrichtungswender gibt die gefahrene Richtung vor. Stellen Sie diesen auf Vorwärts. Die Hebel rechter Hand sind die Bremshebel. Es gibt separate Steuerungen für den gesamten Zug und solche, die nur für die Lokomotive zuständig sind. Ziehen Sie den Hebel der Lokbremse ganz zu sich heran. Wir sind nun bereit, loszufahren. Um alle um Sie herum zu warnen, betätigen Sie das Signalhorn zweimal hintereinander. Denken Sie daran. Sicherheit steht an erster Stelle. Erhöhen Sie nun die Leistung. Natürlich nicht zu viel. Zu früh zu viel Leistung kann sowohl die Lok als auch die Waggons beschädigen. Fahren Sie immer schön sanft an. Ziehen Sie den Leistungsregler um eine Stufe zu sich heran. Sie fahren. Großartige Arbeit. Schieben Sie nun den Leistungsregler von sich weg in die mittlere Position oder die Leerlaufposition. Dies schließt das Grundlagentraining für Lokführer auf dieser Lokomotive ab. Bringen wir sie also nun zum Stehen. Bewegen Sie die Lokbremse ein kleines Stück nach vorne. Genauso wie beim Anlegen von Leistung kann ein zu schnelles Anlegen der Bremsen für den Zug und seine Ladung schädlich sein.
Sie haben soeben Ihre erste Lektion zur Steuerung der AC4400CW abgeschlossen. Es gibt immer noch mehr zu entdecken. Als Lokführer feilen wir stets an unseren Fähigkeiten. Das Verladen von Kohle kommt auf der Sand Patch Grade häufig vor. Also schauen wir uns einmal an, wie es geht. Um den Verladevorgang in Gang zu setzen, muss sich der Zug mit einer konstanten Geschwindigkeit, die unterhalb der erlaubten Höchstgeschwindigkeit liegt, bewegen. Um den Zug sehr langsam bewegen zu können, ist diese Lokomotive mit einer Geschwindigkeitskontrolle ausgestattet. Diese finden Sie in der integrierten Funktionsanzeige. Wir sind nun bereit, um unter die Kohleverladestelle zu fahren. Also setzen Sie den Zug jetzt in Bewegung. Da wir die Geschwindigkeitskontrolle für das langsame Fahren eingestellt haben, spielt es keine Rolle, in welcher Position der Leistungsregler steht. Die Lokomotive wird von alleine die angezeigte Geschwindigkeit halten. Befindet sich der Zug in Reichweite, so schaltet sich die Verladestelle ein und es erscheint ein Hinweis. Der Verladevorgang der Wagen ist vollkommen automatisiert. Beim Fahren eines Wagens unter die Kohlerutsche wird dieser mit Kohle befüllt, bis er voll ist.
Dies wird so lange fortgeführt, bis alle Wagen beladen sind. Da der Zug nun halbautomatisch fährt, können Sie sich den Verladevorgang mit einer der Außenkameras ansehen. Um den Zug anzuhalten, stellen Sie den Leistungshebel auf Leerlauf und drücken Sie den Schalter Geschwindigkeitskontrolle für das langsame Fahren abschalten auf der Funktionsanzeige. Bringen Sie den Zug nun zum Halten. Sie sind nun im Beladen mit Kohle geübt. Auf der Sandpatch Grade gibt es zwei Anlagen für Kohleverladungen. Rockwood.